Ab 7. Dezember sollen ja Lockerungen kommen. Glauben Sie da so recht dran? Glaube ich sicher dran, ja. Ganz hundertprozentig. Also ich denke mir, die Geschäfte werden schon aufmachen, aber also mehr als die Geschäfte glaube ich nicht. Und ich denke mir, aber sicher mit Abstand, also so wie das halt vorher war, und mit einem guten Konzept, dann sollte das schon möglich sein. Und halten Sie das auch für sinnvoll? Ja, an und für sich schon, ja. Also es ist wegen der Sicherheit und so vor allem ist das schon besser, wenn jetzt Abstand gehalten wird, Abstand zu den Personen allgemein. Und man sieht ja jetzt, wie die Zahlen wieder runtergehen. Nicht? Wenn das ein bisschen strenger und ein bisschen konsequenter durchgesetzt wird, dann haben wir schon die Möglichkeit, dass die Zahlen runtergehen. Ja, also das ist meine Meinung dazu. Dass einiges geöffnet wird, an das glaube ich sicher. Ob es richtig ist, stelle ich in Frage. Also Sie glauben, es wäre vielleicht geschickter, es noch geschlossen zu halten? Die zuständigen oder die kompetenten Herren und Damen lassen sich von Weihnachten beeinflussen und nicht von der Situation Corona. Corona verlangt mehr Vorsicht noch. Ich habe gerade die Zahlen gesehen, sie sinken. Es gibt noch eine Woche, also ich bin zuversichtlich. Und insgesamt, wie geht es Ihnen seit dem ersten Lockdown, zweiten Lockdown? Hat sich da was verändert bei Ihnen? Eigentlich sehr viel, ja. Ich fühle mich im Lockdown angekommen inzwischen. Erster Lockdown war überraschend schwierig. Zweiter Lockdown war jetzt fast schon Business as usual. Also für mich persönlich gibt es keinen Unterschied, aber auf der Straße, finde ich, sind schon mehr Leute unterwegs. Also, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, ja. Es wird sicher, man sieht, dass sie doch die Mehrheit dranhält an die Vorschriften im Gegensatz zu früher. Also da haben wir doch sehr oft wieder Ansammlungen gesehen, ohne Maske und so und Hände schütteln und so weiter. Das sieht man jetzt nicht mehr so. Also das ist, da dürfte ein bisschen Disziplin drinnen sein jetzt. Ja. Für mich persönlich sicher nicht. Ich weiß, wie ich leben muss in der Situation. Das habe ich bei der ersten und bei der zweiten gewusst. Ich merke jetzt bei der zweiten Situation, dass die Leute doch ein bisschen geschreckter sind. Es ist weniger Frequenz, es ist eine ruhigere Zeit. Nicht jetzt bezogen auf Weihnachten, sondern im Vergleich zu ersten und zweiten Lockdown. Es ist ruhiger geworden, was natürlich gut ist und es zeigt, dass die Leute vorsichtiger sind und vernünftiger geworden sind. Das ist meine Meinung. Und wie werden Sie dann Weihnachten verbringen? So wie immer, ganz ruhig. Für mich ist es die stillste Zeit im Jahr. Ich weiche jeden Weihnachtsmarkt aus. Ich habe also eine Regel für mich, ich trinke im Advent keinen Schluck Alkohol, obwohl viel gesoffen wird und viel stinkt nach Punsch. Aber wie gesagt, ich habe seit Jahrzehnten ruhige Weihnachten, das Ruhigste, was es gibt. Ich lebe mit der Natur. Jetzt geht alles runter in Ruhe, schauen Sie da die Bäume, kein Laub mehr drauf, es ist alles in Ruhe. Und so lebe ich seit Jahren. Und auch heuer wieder. Also für mich ist kein Unterschied, so und so nicht. Aber ich richte mich schon an die gesundheitliche Situation. Unabhängig von Weihnachten jetzt. Also ich habe meine Maske bei mir, wenn es ist. Sie können es sehen. Ich ist nur gerade und da kann ich es nicht brauchen. Ne? Aber ich hoffe, dass es besser wird. Und die Vernunft der Gesellschaft zeigt, dass es in die Richtung geht. Es gibt nicht mehr so viele Protestierer, so viel. Ich weiß, was ich jetzt machen habe. Nein, ich weiß nicht. Die Gesellschaft muss wissen, was zu machen ist. Ne? Und die werden wir sehen. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist. Ich weiß, es wird wieder gut werden.